Es gibt, wie wir alle wissen, in der Geschichte der Menschen Kenntnisse über die Nutzbarkeit von Materialien, die zwar von zentraler Bedeutung für die Entwicklung einer Gesellschaft sind, aber selten explizit wahrgenommen werden. Oft entgehen, was ich heute die heimlichen Protagonisten der wissenschaftlichen Entwicklung nennen möchte, der Aufmerksamkeit, weil sie für sich selbst eher unscheinbar sind. Ich nenne sie auch Werkstoffe oder Teile eines Endproduktes oder technischen Vorgangs. Der französische China-Historiker Jacques Gernet bemerkte 1956 zum Beispiel, dass dies im Falle von vegetativen Ölen und Fetten besonders erstaunlich ist. Denn Öle und Fette nehmen auf vielfältige und differenzierte Art und Weise Einfluss auf die Entwicklung einer Gesellschaft, seiner Kunst, seiner Wirtschaft, seiner Medizin, seiner Technik, seiner Kultur und seiner Wissenschaften. Ohne Öl wäre zum Beispiel Errungenschaften wie das Wasserrad gar nicht funktionsfähig. Die Schatzschiffe des Zhengre, mit denen er im 15. Jahrhundert den südostasiatischen Raum bereiste, wären nicht hochseetüchtig und Kunstschätze, die heute in unseren Museen liegen, würden völlig anders aussehen. Ein solch unscheinbarer Protagonist steht im Mittelpunkt meines heutigen Versuchs, Ihnen einige meiner Einsichten in die besondere Geschichte von Chinas Innovationen nahezubringen. Was wir über diese wissenschaftliche Entwicklung wissen, wie wir sie erforschen und welche Relevanz diese wissenschaftliche Entwicklung heute vielleicht noch hat. Falls wir genügend Zeit haben, würde ich vielleicht auch mit Ihnen später gemeinsam ein paar Fragen über die Zukunft dieser Entwicklung erörtern. Fragen, die das gerade gestern angekündigte Freihandelsabkommen oder die viel weniger wahrgenommenen, aber wirklich substanziellen Investments, die China momentan in einen panasiatischen Verbund zur Förderung der Grundlagenforschung macht, betreffen. Die Forschungen, die ich Ihnen heute vorstellen werde, werden am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin durchgeführt, in einer Abteilung, die sich ganz dieser Frage der historischen und soziologischen Untersuchung von Innovationen widmet, wie Innovationen entstehen und wie sie vergessen werden. Fragen, die mich dabei in meiner Forschung bewegen und die wir vielleicht auch im Anschluss diskutieren könnten, sind, glaube ich, auch sehr wichtige Fragen für unsere Forschungslandschaft. Zum Beispiel, wie Innovationen langfristig oder kurzfristig relevant werden, in welchem Verhältnis Planung und Kreativität für wissenschaftliche Entwicklungen stehen, soziale Verantwortung oder welche Rolle eine freie soziale Gesellschaft spielt. Welche Faktoren hierbei für Chinas Entwicklung relevant waren und vielleicht auch sind, dafür ist der Werkstoff Holzbaumöl, den ich Ihnen nun vorstellen möchte, ein sehr gutes Beispiel. So, das ist der Protagonist unserer kleinen Vortragsreihe oder meiner Fallstudie heute. Die Holzbaumölpflanze. Ich glaube, wahrscheinlich kennen wenige sie von Ihnen selber, aber ich würde darauf wetten, dass sie bei Ihnen jeden Tag zur Anwendung kommt. Diese Pflanze des Holzbaumes entwickelt ein Pflanzenöl von klar bernsteinfarbiger, geruchs- und geschmacksneutraler Konsistenz, wenn kalt gepresst oder wenn heiß gepresst, von dunkelbrauner Färbung mit einem leicht unangenehmen Geruch. Es besteht bis zu über 80% aus Glyceriden der Alpha-Elastoresinsäurekette und einer dreifach ungesättigten Fettsäure. Wird es stark erhitzt, resultiert dies in einer starken Erhöhung der Viskosität, die zu einer Gelatinisierung führt. Dabei erhöht sich das spezifische Gewicht, während der Brechungsindex reduziert wird. Das zu wissen ist vielleicht ganz wichtig, bevor wir in die chinesische Geschichte einsteigen. In der chinesischen Geschichte taucht das Tungöl namentlich sehr früh auf, und zwar im 5. Jahrhundert vor Christus. In der chinesischen wie in der westlichen Geschichtsschreibung ist diese Periode als eine Phase der Konsolidierung, der Ausprägung der chinesischen Geisteswelt und Philosophie und der Ideale, die sein Staats- und Gesellschaftswesen in den nächsten 2000 Jahren beeinflussen würden, beschrieben.
Ein Beispiel hierfür ist die Erwähnung dieses Öls selbst in Konfuzius' Gesprächen, also die so ungefähr im 6. Jahrhundert geschrieben wurden. Warum weckte dieses Öl das Interesse der schriftkundigen Elite? Konfuzius berichtet, dass sich das Öl des Holzbaumes hervorragend zur Imprägnierung der unterschiedlichsten Materialien eignet. Er selbst nennt Stoffe, Leder und Holz. Konfuzius führt dieses Material als eines unter vielen auf, das die chinesische Kultur und Zivilisation der Menschen, seine Staatenbildung, sein Gemeinschaftswesen fördere. Etwa 200 Jahre später hat sich der Anwendungsbereich für das Öl bereits wesentlich erweitert. Damals soll ein Beamter aus Sichuan, das liegt in der Mitte von China, nähe Tibet, Li Bing, das Öl gemischt mit Kalk zum ersten Mal für den Bau eines Kanals und eines ausgefällten Bewässerungssystems in der Ebene von Chengdu benutzt haben. Li Bing dichtet Deiche und Bewässerungsgräben mit diesem chinesischen Beton ab. Li Bings Methode bewährt sich und wird bis weit in das 19. Jahrhundert im Deichbau in China eingesetzt. Dies sind also zwei von vielen Beispielen, die zeigen, dass der damaligen schriftkundigen Elite ein einfacher Werkstoff, also ein Naturmaterial, wichtig erschien. So wichtig, dass sie es in den Schriften hervorhoben und es als ein Teil des kulturellen Wissensschatzes anerkannten und bewahrten. Spätestens seit der Reichseinigung im Jahr 206, Ihnen ist das vielleicht aus der Terrakotta-Armee bekannt, der Qing-Dynastie, wurde Holzbaumöl vornehmlich pur, aber auch mit verschiedenen Beimischungen anderer Öle, zum Beispiel Leinsamen, für die Herstellung von Ölfarben, Lacken und Firnissen verwendet. Hierfür gibt es leider keine schriftlichen Quellen, sondern vor allem die Untersuchung von Artefakten. Die meisten Lacke auf einem Holzkern, die in Gräbern aus dieser Periode gefunden werden, bestehen in den unteren Schichten aus Rußlack, während die Deckschicht bis zu 50% oder 55% aus Holzbaumöl besteht. Die untere Schicht, zum Beispiel der Särge des Holzinnensargs der Gräfin von Dai, von der Sie hier den Sarg sehen, aus dem sehr berühmten Grab von Ma Wangdui, wurde mit dem Holzbaumölgemisch lackiert. Die untere Schicht besteht aus einer Mixtur aus zerstoßenem Kalk, Kaolin und gekochtem Öl als Grundierung, also etwas, das sehr gut abdichtet. Alle weiteren Schichten bestehen nach chemischen Analysen entweder zu 80% oder gar ausschließlich aus Tonöl. Als Rohstoff hatte Holzbaumöl, so zeigen diese Funde, also im Kunsthandwerk dieser Zeit eine sehr wichtige Rolle. Obwohl Holzbaumöl in diesem Zeitraum nur wenig schriftlich erklärt wird, können wir so auch sehen, dass es ein zentrales Rohmaterial für ihre Statussymbole und für die rituellen Gegenstände, Opferschalen und Grabbeigaben war. Sie können in der linken Seite auch eine kleine Karte sehen, die Ihnen zeigt, wo dieses Grab lag. Wir haben hier also einen Wissensbestand über ein sehr vielseitiges Material. Diese Vielseitigkeit wird im 5. Jahrhundert, also 3 Jahrhunderte später, weiter erforscht. Zu diesem Zeitpunkt erregt Holzbaumöl die Aufmerksamkeit eines Schriftkundigen aufgrund einer völlig anderen Eigenschaft. Jia Shixie ist ein Gelehrter landwirtschaftlicher Methoden, der sich der Medizin und der Naturkunde widmet. Und in seinem Werk tauchen Passagen auf, die im Detail die toxische Qualität und den Einsatz dieser Pflanze als Mittel zur Insektenvernichtung beschreibt. Bedenkt man, dass dieses Jahrhundert geprägt ist von der Zersplitterung des chinesischen Reiches, Sie können das hier in einer Nord- und in einer Südhälfte sehen, von Kriegen und Plünderungen der Bevölkerung lässt sich der wandelnde Einsatzbereich von Tonöl, dem ja ein substanzielles Verständnis der Materialeigenschaften vorausgehen musste, nachvollziehen. Vordringliches Problem jener Zeit war die Stärkung des landwirtschaftlichen Sektors zur allgemeinen Versorgung des Volkes. Und Jia Shixies Buch, das sich in 92 Kapitel und mehr als 10.000 Schriftzeichen dem Ackerbau, der Viehzucht, der Fischerei und zahlreichen Nebenerwerbsmöglichkeiten für die Bauern widmet, ist als ein Resultat dieser Situation zu verstehen, in der nicht handwerkliche Produktion wie 200 Jahre früher, sondern die Erhaltung der landwirtschaftlichen Basis im Vordergrund steht und Tonöl daher hauptsächlich aufgrund seiner toxischen Eigenschaften
eingesetzt wird. Über die Entstehungsgeschichte dieses Buches und die Umsetzung seiner Inhalte, also wie das Öl praktisch angewendet wurde, ist sehr wenig bekannt. Das ändert sich aber mit der Reichseinigung und Machtübernahme der Sung-Dynastie im 10. Jahrhundert. Nun finden wir eine Bildungselite, rekrutiert durch die literarischen Prüfungen an der Spitze der Gesellschaft. Unter diesen einer dem Schrifttum zugewandten Gesellschaft und einer Gesellschaft, die sich mit großem Interesse als Kulturschaffende und wissenschaftlich betätigen, sich der Literatur und Philosophie ergeben und die Kunst schätzen und konsumieren, wird dieses Buch von Jia Sijie in den Status eines offiziellen Handbuchs zur Landwirtschaft erhoben. Die Landwirtschaft selbst wird zur Wissenschaft des Staates erklärt. In diesem Zusammenhang gelangt das Holzbaumöl zu einem völlig neuen Ansehen. Insbesondere gilt dies für das geblasene Holzbaumöl, welches für hochwertige Lacke und Schnitzlacke eingesetzt wird. Das Blasen erhöht die Viskosität des Öls. Auch die Architektur der Sung-Dynastie, von der Sie hier ein Beispiel sehen, profitiert von diesem wachsenden Verständnis der Materialeigenschaften. Tragende und wetteranfällige Bauteile beim Haus- und beim Tempelanbau werden von nun an vornehmlich mit Holzbaumöl geschützt, was Sie bei Materialstudien zum Beispiel feststellen können. Wir sehen aber auch einen anderen Trend. Eine Flut von Schriften fängt an, sich den Besonderheiten des Tungöls zu widmen und hält ihr Wissen fest. Zum Beispiel der Gelehrte Chen Zhu, der eine erste systematische Abhandlung für diesen Werkstoff verfasst. Sein Werk umfasst 10 umfangreiche Kapitel, in dem er sich als gescheiterter Beamter im Jahr 1049 dem Thema Tung-Holzbaumöl widmet. Chen ordnet das Öl historisch ein. Er beschreibt den Anbau, die Pflege, die Verwertung der Pflanze. Sein Werk zeigt ebenfalls, dass Holzbaumöl in jener Zeit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor war. Er erwähnt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten des Öls und Verwertungsmöglichkeiten für das Holz. Zum Beispiel, dass traditionell das chinesische Qin-Instrument aus Tungöl hergestellt werden solle oder dass sich dieses Holz ganz besonders gut für Särge eignet. Gelehrte verschiedenster Couleur finden zu jener Zeit an dem einfachen, doch wichtigen Stoff Interesse. So erwähnt zum Beispiel der berühmte Dichter Su Dongpo im selben Jahrhundert in seinem Werk über die wechselnde Resonanz der Dinge nach Kategorien neben seinen Erkenntnissen über die kosmische Weltordnung auch, dass dieses Öl eine wichtige Rolle im Zusammenhang der Dinge einnimmt. Er schreibt, es sei so stark toxisch, und ich zitiere, dass ein Tropfen im Teich alle Lotusblüten ersterben lässt. In einer weiteren Abhandlung, der Su Dongpo den Titel Erste Diskussionen über die Untersuchung der Dinge gibt, man könnte es fast als eine physikalische Diskussion beschreiben, erläutert er zum Beispiel, dass Kalk als Dehydrator und eine anschließend angebrachte Firnis mit Tungöl das Verrosten von Metallteilen verhindere. Die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten machten Holzbaum auch im Ausland zu einem begehrten Produkt. Und ich habe Ihnen hier eine Karte mitgebracht, in der Sie sehen können, zum einen, wo dieses Öl angebaut wurde, das sind die grünen Palmen, aber auch, wo es transportiert wurde. Der Handelsbereich reicht als Exportprodukt bis in den Norden nach Japan und Korea. Unter den Mongolen, die China im 13. und 14. Jahrhundert beherrschten, reicht der Handel mit dem Öl sogar bis nach Indien und zu den persischen Nachbarn. Für einen Kaufmann selbstredend widmet sich zum Beispiel Marco Polo einem solchen Ding und schenkt ihm auch gebührende Aufmerksamkeit in seinen Schriften. Insbesondere hält er das für die beste Methode zum Kalfatern von Schiffen, welche er dann ausführlich beschreibt. Li Shijins große Abhandlung über Botanik und Arzneimittel, die Materia Medica oder Benzao Gangmu, wie sie auf Chinesisch heißt,
Die im Jahr 1596 erschien, setzt sich dann methodisch, botanisch und aus der Perspektive der pharmazeutisch-medizinischen Anwendung mit der Pflanze und dem Werkstoff auseinander. Li Shizhen identifiziert drei Pflanzen der Gattung oder mit dem Namen Holzbaumöl. Er ermittelt die sogenannten Yin-Merkmale. Das sind die äußeren Merkmale der Pflanze, also wie zum Beispiel die Blatt- und Blütenform, und definiert im Sinne einer chinesischen Wissenskategorie und einer Systematik die Gruppenzugehörigkeit der Pflanzenart. Also man nennt das die Yang-Merkmale der Pflanze, die bestimmt werden durch die Reaktion der Pflanzensäfte auf andere Substanzen. Li Shizhen führt ebenfalls aus, dass das Gift in den Blättern des Baums in der Lage sei, drei verschiedene Insektenplagen zu vernichten. Man könne überdies Wundmale an Gehölzen damit verschließen, um sie vor Insektenbefall zu schützen. Auch die toxische Wirkung diskutiert er, insbesondere auf den Menschen und für medizinische Anwendungen. Eine geringe Menge, so schreibt der Reiche, aus, um Erbrechen auszulösen, und äußerlich aufgebracht hindere es Geschwüre am Wachstum. Es eignet sich aber auch, und das ist vielleicht eine kleine Anekdote, für die Maßregelung von Straftätern. So wurde Mundraub seit laut zum Beispiel einer Lokalmonographie von Sichuan vom 15. Jahrhundert an in manchen Regionen regelmäßig mit der Gabe von Holzbaumöl bestraft und der Übeltäter zum Erbrechen gebracht. In einigen Fällen, so wird berichtet, starb dann der Übeltäter leider an einer zu hohen Dosierung. Ein weiteres Werk, das interessant ist in diesem Zusammenhang, erscheint etwa 100 Jahre später oder fast zeitgleich mit Li Shizhen ist es auf dem Markt. Und das ist von Sun Yixing im 17. Jahrhundert. Und in diesem Werk beschreibt Sun Yixing, wie Tungöl als Material behandelt werden muss und wie man seine industrielle Massenverwertung sichern kann, also insbesondere das Erwärmen zur Elastizität. In den folgenden Jahrhunderten sehen wir, in dem folgenden Jahrhundert des 17. Jahrhunderts sehen wir, wie Tungöl in all diesen Funktionen angewandt und bearbeitet wird, wie ein Netzwerk von Händlern entsteht. Landwirtschaftliche Flächen sich ausweiten. Tungöl so ist und so zeigen die Quellen klar in seinen vielen Anwendungsmöglichkeiten als Material in China sehr gut bekannt. Nach dieser Langzeitperspektive auf ein Material treten wir nun ein in das Jahrzehnt von Adam Smith, dem Wirtschaftsphilosophen. Wir treten ein in die letzte Dynastie Chinas, der Qing-Dynastie, der zunehmenden Einflussnahme Europas in Asien, als die Jesuiten nach China kamen, einer Zeit des ersten in Europa positiven und dann zunehmend negativen Orientalismus und den Opiumkriegen des 19. Jahrhunderts. Dies ist auch eine Zeit seit dem 18. Jahrhundert, in dem Botaniker und Naturforscher aus Europa aus der ganzen Welt auch nach Asien reisten, um zu entdecken, was es zu entdecken gab. Hier irgendwann nimmt ein Amerikaner unterwegs in China das Pflanzenöl, das Holzbaumöl, als Werkstoff und als Wertstoff wahr. Es dauert bis zum Jahr 1876, bis das Holzbaumöl zum ersten Mal in die USA verschifft werden wird. Und sein Siegeszug beginnt. Besonders als die Fundstücke in die Labore der alten und neuen Welt gebracht werden, um deren Verwendungsmöglichkeit für die moderne Industrie und Wirtschaft zu testen und Holzbaumöl als Rohstoff für die Lack- und Firnisindustrie entdeckt wird. Holzbaumöl bildet, wie zum Beispiel Jürgen Osterhammel in seiner Weltgeschichte bemerkt hat, eine echte Ausnahme im sonst wenig kulturell interessanten Ausfuhrhandel Chinas zum Ende des 19. Jahrhunderts und der Rolle, die dieses Land in der globalen Wirtschaft spielte. Es ist dieser Punkt, auf den ich hinaus will, denn in dieser Phase ist eine interessante qualitative Veränderung im Umgang mit dem Wissen über diesen Stoff und seiner Geschichte zu beobachten. Auf der einen Seite sehen wir, dass Europa entdeckt. Doch so intensiv wie Europa entdeckt, so intensiv wird in China vergessen. Es scheint fast so,
als habe man nicht jahrhundertelang mit dem Werkstoff gearbeitet und experimentiert. Dies ist der Zeitpunkt Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Rohstoff einem Chemiker an der Harvard University in die Hände fällt. Ein Chemiker, der herausfindet, dass Holzbaumöl vermischt mit dem Harz des Kauribaumes ein Material liefert, der elektrischen Strom isoliert und dabei weitgehend flexibel bleibt. Zu diesem Zeitpunkt sehen wir auch, wie das Mandat für die Geschichte von Chinas wissenschaftlicher Entwicklung in die Hände von Nicht-Chinesen fällt. Ein Beispiel hierfür ist der Wirtschaftsexperte Ogden Phillips und der Chemiker Charles Cubitt Concannon, von denen ich Ihnen das Werk hier aufgezeigt habe. Und sie beweisen mit ihrer detaillierten und sehr langen Geschichte des Holzbaumöls und dessen wissenschaftliche Erforschung in den Jahren 1929 bis 1932 eine Einsicht, die kaum jemand in ihrer Zeit und späterer Generationen teilt. Beide fassen ihre wissenschaftliche Abhandlung, ihre Diskussion zur wirtschaftlichen Nutzung dieses Wunderöls aus China für die industrielle Revolution, die zweite industrielle Revolution in Europa und den USA, mit dem Verweis ab, dass das Öl des Holzbaums eine lange bekannte Ressource sei, die zwar toxisch, aber gut erprobt sei. Holzbaumöl macht es binnen Wochen als Rost- und Isolierschutz in die amerikanische Elektro- und Automobilindustrie. Und mit dem anstehenden Bedarf an Kriegsschiffen, militärischer Maschinerie während der Regierung der amerikanischen Präsidenten Warren Harding und Herbert Clark Hoover explodieren die Exportzahlen von Holzbaumöl von China in die USA schnell. Dieser Trend verstärkt sich im Verlauf der Ereignisgeschichte zum Zweiten Weltkrieg in China noch weiter. Holzbaumöl wird zu einem Objekt politischer Verhandlungen, an einem der vielen Nebenschauplätze globaler Auseinandersetzungen. Obwohl es den Amerikanern in dieser Zeit vereinzelt gelingt, Samen des Baumes außer Land zu schmuggeln, gelingt ihnen die Anzucht erst im Jahr 1930 in Florida, welches als eines der wenigen Plätze in den USA die klimatischen Voraussetzungen Hilfe hatte. Die Bestrebungen bleiben aber weiterhin stark vom Pech verfolgt. Entweder erfrieren die Ernten oder sie sind weniger ertragreich. Die USA bleiben also weiterhin von China abhängig. Oder wir könnten auch sagen, während die USA wissenschaftlich aktiv wird, wird China zum Rohstofflieferanten. Ein Beispiel hierfür sind die wirtschaftlichen Veränderungen, die mit dieser Phase zwischen den Weltkriegen einhergingen. Chiang Kai-sheks Regierung gerät zunehmend in finanzielle Schwierigkeiten, genauso wie sie natürlich auch politischen Rückhalt in China verliert. In den USA zeigen sich währenddessen die ersten Auswirkungen durch die abgeschnittenen Wege, den Rohstoff zu bekommen. Im Juni 1938 zum Beispiel meldet die Automobil- und Rüstungsindustrie in den USA, dass ihre Bestände an Holzbaumöl bedenklich geschrumpft seien. Gleichzeitig reicht Henry Morgenthau, so Präsident Roosevelts Finanzminister, die Nachricht, dass ein Großteil der Ernte der in Florida neu angesiedelten Pflanzen einem späten Kälteeinbruch zum Opfer gefallen sei. Morgenthau sorgt im Jahr 1938 aktiv dafür, dass ein Vertreter der Kuomintang, also der Regierung Chiang Kai-sheks, nach Washington reist, um dort mit ihm Handelskredite auszuhandeln. Als der Kuomintang am 15. Dezember endlich der Kredit bewilligt wird, sichern sich die Amerikaner damit auch das Einzige, woran sie in China ökonomisch interessiert sind und was die Kuomintang ihnen liefern konnte. Der Kredit soll mit Holzbaumöllieferungen abgezahlt werden. Das ist die erste kriegspolitische Hilfe, die China im Zweiten Weltkrieg von den USA erhielt, im Zusammenhang mit einem Werkstoff, den China seit Jahrtausenden benutzte. Über den Krieg hinaus, und diese Geschichte ist kurz erzählt, bis zum Jahr 1952 wird Holzbaumöl in die USA exportiert. Die Entdeckung eines chemischen Ersatzstoffes für Holzbaumöl führt dann zum Abbruch dieser chinesischen Einnahmequelle. Zhou Enlai,
als führende Kraft der Volksrepublik China, kommentiert in einer Volkszeitung damals diesen Abbruch mit der Bemerkung, in den 30er Jahren haben die USA gleichzeitig Japan und China unterstützt. In den 40er Jahren unterstützten sie Chiang Kai-sheks Regime, vornehmlich um an die Güter zu kommen, an denen sie Interesse hatten und um ihre Interessen in Europa wahren zu können. Und während sich China in eine Abhängigkeit von den USA begeben hat, hat Amerika kein Interesse mehr an Tungöl, an Rohsalbe und den anderen Gütern aus unserem Land. Wo lässt uns diese Geschichte? In der Geschichte der Verwendung und Kenntnisse des Tungöls, wie es Geschichte macht und erforscht wird, zeigt sich ein Muster, das Ihnen allen inzwischen durch Medien bekannt sein wird. Auf den ersten Blick sieht man nämlich hier, dass China immer alles zuerst erfand. Eine lange Aufzählung von Dingen, groß und klein, wunderbar und trivial, welche die Chinesen erfanden, finden Sie heute leicht im Internet. All dies sind Dinge, die sie kannten, bevor die Europäer sprichwörtlich wussten, welches Ende des Speeres eigentlich das zweckdienliche war. Was immer die Chinesen taten, sie taten es zuerst und besser und tun es auch immer noch so. Es ist dieses Bild, das der von der zeitgenössischen chinesischen Geschichtsschreibung gerne präsentiert wird, insbesondere von der Volksrepublik China heutzutage. Und insbesondere, wenn es zu den Themen Technologie und Innovation kommt. Ein heute vielbeschworenes Bild ist auch, dass es chinesische Innovationen und technische Errungenschaften waren, die den Funken für das Feuer naturwissenschaftlicher und industrieller Revolutionen lieferten. Porzellan, Seidenweberei, der Ballen oder der Schubkarren stammen alle aus China. Ebenso wie die vier großen bekonischen Erfindungen, so Kompass, Papier, Druck und Schießpulver. Für die chinesische Intelligenz des späten und 19. und 20. Jahrhunderts waren diese Funken wichtige Lichtblicke. Jeder von ihnen und alle zusammen ließen die chinesische Vergangenheit erstrahlen mit dem, was den Intellektuellen des angehenden 20. Jahrhunderts für die Zukunft so wichtig erschien. Technologischer Fortschritt, Innovativkraft und Modernisierung. Im Lichte des politischen Imperialismus und der offensichtlichen westlichen Überlegenheit in Kriegstechniken und Industriekraft sowie später in der marxistischen Historiografie erhoben die Chinesen diese Funken zum strahlendsten Teil der chinesischen kulturellen und nationalen Identität. Zuletzt sehr eindrucksvoll und sehr dramatisch bemüht während der Eröffnung der Olympischen Spiele 2008 hier in Peking. Hier können Sie die verschiedenen Bilder sehen, die damals bemüht wurden. Und dies, obwohl die Metapher dieses Funken schlussendlich doch der europäischen Seite dienlicher war. Während die Funken in China nämlich verglühten, also im 19. und 20. Jahrhundert China schwach waren, entfachten sie in den westlichen Ländern Europas das Feuer der Industrialisierung, was die Vereinigten Königreiche zum Thema der Olympischen Spiele im Jahr 2012 machten und ebenfalls eindrucksvoll in Szene setzten. So selbst wenn die Wurzeln in China lagen, so waren es doch die Franzosen, Briten, Deutschen oder Amerikaner, welche diese Erfindungen nutzten, weiterführten und verbesserten. Neben dieser allgemein erklärten Geschichte erklärt uns und erzählt uns die Geschichte des Wissens über das Tungöl und den Umgang mit diesem Wissen und den Innovationen, die es mit sich bringt, vielleicht ein wenig eine andere Geschichte. Jahrtausende altes Wissen, lange angesammelt, wird um das 19. Jahrhundert mit einem Schlag obsolet. Die modernen Wissenschaften halten Einzug und mit ihm wird Tungöl irrelevant. Ich würde Ihnen dieses Beispiel wahrscheinlich nicht erzählen, wenn die Geschichte so einfach wäre. Was die Geschichte von Tungöl tatsächlich zeigt, ist meiner Meinung nach nicht nur, wie die neuen Wissenschaften in China Einzug halten, ja sogar China zuerst zu einem Rohstofflieferanten gemacht wird und damit eine Zeit der politischen Demütigung einläutet, die die Politik Chinas noch heute regelmäßig bemüht. Zum Beispiel diese Zeit, in der der arme Philosoph in China
stand und die modernen neuen Wissenschaften, also wie Sie sie zum Beispiel in den Ingenieurwissenschaften der damals gegründeten Tsinghua-Universität sehen, wiedersehen. Ein Moment der Schwäche wird zum Dreh- und Angelpunkt für eine Kultur mit ihrem vollen politischen Gewicht auf Erfindung und Innovation zu setzen. Es ist die Erfindung des technokratischen, wissenschaftsgeschriebenen Staates, der die eigene Geschichte als unwissenschaftlich, ideologisch und letztendlich bourgeois beendet und sich im Umgang mit Naturwissenschaften und Innovation, wie zum Beispiel das gerade erst angehandelte Freihandelsabkommen oder eben diese Verbünde in den Grundlagenforschung vollumfänglich nach einem idealisierten europäischen wissenschaftlichen Modell aneignet. In diesem Abnabeln geht auch eine jahrhundertlange Nutzung eines Rohstoffes und das Wissen um dessen Nutzung als kulturelles Wissen, nur als kulturelles Wissen, in die Nationalgeschichte ein, während die chemische Reproduktion, der Nachbau, zu einer wissenschaftlichen Errungenschaft wird. Ein Großteil dieser Geschichte wird nicht von Chinesen umgeschrieben, weil diese Geschichte wichtig für sie heute ist. Ein anderes großes Beispiel für den Versuch, diese Geschichte umzuschreiben, neben dem Holzbaum, ist Joseph Needham. Und ich erwähne ihn hier, weil er wohl einer der wichtigsten ist, der diese Geschichte verändert hat. Diese Geschichte steht auch mit und gegen eine politische Aktivität, die heute unser Bild von Wissenschaft in China prägen. Obwohl viele seiner Thesen über China vielleicht heute nicht mehr so stehen gelassen werden können, besteht kein Zweifel daran, dass Chinas Regierung selbst sich den Bruch in seiner Geschichte in ganz eigener Weise zu eigen gemacht hat. Wo in Europa Marktwirtschaft und Wettkampf zu einer freien Gesellschaft und offenen Wissenschaftskulturen führte, sahen chinesische Intellektuelle, ich hatte Ihnen vorhin einige gezeigt, wie Liang Qichao oder Zhu Kejun, ein sehr wichtiger Meteorologe, der sich zum Klimawandel bereits um die Jahrhundertwende geäußert hat, die langfristig angelegte, von Expertokraten geführte Gemeinschaftlichkeit der chinesischen Gesellschaft bereits als das chinesische Alternativmodell. In den 50er Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg propagierte Mao Zedong gleichermaßen seine Wahl eines hochbürokratisierten Sowjetmodells des Kommunismus, den Maoismus als eine historische Unabwendbarkeit für wissenschaftliche Entwicklung des Landes. Der Bruch mit der eigenen Tradition in dieser Periode war ebenso ambivalent wie doppelbödig. Die Tradition einer gebildeten politischen Elite, deren Macht auf ihre Auswahl durch Ausbildung beruhte, wurde abgelöst, nicht nur durch eine Expertokratie der Ingenieure, die modern chemisch hergestellten Photon verwendete, sondern die sich auch exklusiv und wissenschaftlichen Gründen nur den Naturwissenschaften intensiv zuwendeten. Wir sehen hier eine Entwicklung, die man in verschiedenen Werken betrachtet hat, aber ich würde sagen, die man noch lange nicht versteht. Es gibt zum Beispiel viele Studien darüber, wie die von Richard Applebaum, die zeigen, wie sich in diesem Wandel die VR China nicht nur die Ideale des Westens einer technisierten Gesellschaft aneignet, in der aber ihrer Meinung nach die Menschen vielleicht nicht frei, aber gut leben können, sondern wie sie auch deren Werte verinnerlicht hat. Keine andere Nation strebt danach, die Metrik eines westlichen Kapitalismus, der Patente und Erfindungen so konsequent zu bedienen weiß, wie das chinesische Wissenschaftssystem. Dieses System ist frei von traditionellen Werten. Und doch wird es die alten Materialien nicht völlig los. Holzbaumöl steht auch dafür, sich wieder einen neuen Platz zu erobern. Es wird heute nicht nur im Lack und im traditionellen Kunsthandwerk angewendet, sondern ist aufgrund seiner Isolationsfähigkeit bei der Platinenherstellung für Computer ein wichtiges Material. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Frau Schäfer.
Sie haben jetzt einen sehr großen Überblick über die chinesische Wissenschaftsgeschichte sozusagen gegeben. Sie, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, können jetzt Ihre Fragen in den Chat schreiben. So, dann fange ich einfach mal an mit einer Frage. Wann ist es denn so, wo das sozusagen ganz groß auseinandergeht, diese auch wirtschaftliche sich sozusagen, also wenn ich es richtig weiß, ist ja im 19. Jahrhundert, da gibt es ja in Europa, in der westlichen Welt, ein wahnsinniges Wirtschaftswachstum. Und ich glaube, ist es das richtig, dass zu diesem Zeitpunkt China sozusagen auch was die Innovationen betrifft, ein bisschen hinten anfällt? Ich glaube, man muss zwischen zwei Sachen unterscheiden. Natürlich hat China im 19. Jahrhundert ist die politische Lage sehr schwierig. Also in solchen Perioden finden ja meistens auch in allen anderen Kulturen nicht viele Innovationen statt. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine sehr kreative Periode, in der viele Grundlagen neu erforscht werden. Sie haben recht, dass im 19. Jahrhundert, was wir vor allem sehen, was stattfindet, ist, dass die alte Art, Wissen darzustellen oder mit Wissen umgeht, plötzlich völlig abgelehnt wird. Und man sich den neuen westlichen Wissenschaften, also zum Beispiel der Darstellung eines Materials in chemischen Elementen zuwendet und die alten Begriffe zum Beispiel anfängt nicht mehr zu benutzen. Und das sieht natürlich von heute aus, also aus einer historischen Perspektive, so aus, als ob ein völliger Bruch erfolgt. Als ob man nicht mehr sozusagen, man erkennt das alte Wissen nicht mehr an, man erkennt auch nicht die wichtigen Erkenntnisse der Frühzeit an, sondern versucht sie in neue wissenschaftliche Formeln zu fassen. Ja, aber gerade das 19. Jahrhundert ist natürlich auch das Jahrhundert, wo die chemische Industrie ja in Europa, vor allen Dingen in Deutschland natürlich, nicht nur durch Innovationen, sondern im Prinzip die ganze Wissenschaft sozusagen ja entsteht. Also es ist ja auch eine methodische Frage sozusagen, ne? Genau, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen die deutsche Industrie hat da einen sehr großen Anteil dran gehabt. Also Kruppstahl ist ein ganz wichtiger Faktor. BASF hat sehr stark in China auch Wissen angesammelt, hat. Also wenn Sie sich sozusagen anschauen, wie die Praktiken verwendet wurden, wie mit solchen Materialien umgegangen wurde, hat in dieser Zeit zum Beispiel Europa sehr viel von China gelernt. Aber natürlich waren die Deutschen die Akteure, die das in wissenschaftliche Formeln gepackt haben, denn natürlich wurde der Vorgang in China anders beschrieben. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt die ersten Fragen. Einige Fragen drehen sich so also um die grundsätzliche Frage der Ursache für die Abwendung von der eigenen Kultur und dem eigenen Wissen. Welche Gründe könnte es dafür geben? Geht auch um die Abwendung von den eigenen Traditionen. Also die Wissenschaftsgeschichte sieht heutzutage sehr stark natürlich die Gründe in der Kolonialzeit, also in der Tatsache, dass die europäischen Mächte und natürlich die US-amerikanischen Mächte nach China gekommen sind. Die Deutschen selber hatten ja zum Beispiel auch eine kleine Kolonie. Viele von Ihnen kennen vielleicht den Namen Ferdinand von Richthofen, der ja auch die Idee von der Seidenstraße berühmt gemacht haben. In dieser Periode ziehen ja eigentlich alle nach China, weil sie sich dort diese Reichtümer erhoffen. Und sie können in China einfallen, weil die Regierung, also die Dynastie, die damals an der Herrschaft ist, die Qing-Dynastie, eigentlich sehr schwach war im eigenen Land, sodass sich die Europäer eben dort festsiedeln konnten. Aber anders zum Beispiel als in anderen Kolonialmächten, ich weiß nicht, ich denke, das ist vielleicht auch eher Allgemeinwissen, ist in China ja nie eine volle Kolonialmacht eingesetzt worden, sondern man hat immer die Regierung und so weit unterstützt, dass man selber nicht investieren musste. Könnten Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern, wo sich China heute sieht, wieder als Erfinder, als Funke oder als Feuer, also gerade was die Innovationen betrifft?
Ich glaube, das kann man gut an diesem Tummel machen. Also wenn Sie so an den Anfang des 20. Jahrhunderts denken, dann war China ganz plötzlich aus seiner eigenen Sicht degradiert zum Rohstofflieferanten. Zu einem Rohstofflieferanten, ohne ein eigenes Wissen zu verwenden. Und dann kam natürlich diese lange Phase auch am Anfang mit der Volksrepublik China, mit der Einsetzung des Maoismus und des Stalinismus und dem Rückzug in die Kulturrevolution, in der China sich sehr stark versucht hat, von innen heraus zu modernisieren, was nicht sehr gut funktioniert hat. Und ich glaube, dass wenn Sie China sich jetzt anschauen, dann sehen Sie genau da, wo Sie sich ungefähr in den 80er Jahren anfangen wollen zu sehen, nämlich als eine führende Macht, die Grundlagenforschung betreibt. Also die nicht mehr sozusagen, und man sieht das sehr systematische Vorgehen, besonders ab den 70er Jahren, wie unter der Regierung von Deng Xiaoping viele Kollegen anfangen, sich anzuschauen, wie sich Japan und Korea entwickelt. Das ist ja auch etwas, was man viel ich glaube, das liest man schon so ein bisschen in der Presse inzwischen, wie sie versuchen, diese Phase so schnell wie möglich zu überspringen, um in diese Möglichkeit einer Grundlagenforschung zu kommen. China hat zum Beispiel in den 60er Jahren schon versucht, zum Mond zu fliegen. Das wissen vielleicht einige von Ihnen auch. Also dieser Versuch, kein Rohstofflieferant mehr zu sein, aber auch nicht ein Sekundärfaktor zu sein, sondern direkt in die Führungsriege der wissenschaftlich führenden Mächte zu kommen. Das ist ein Grundanliegen seit der Regierung Deng Xiaopings. Ja, wir haben noch mal eine Nachfrage zum Holzpalmöl. Frau Körber schreibt, Sie haben Liping und sein Bewässerungssystem erwähnt. Wo wurde dort das Holzpalmöl angewendet? Sie war wohl selber dort und kann sich in dem Zusammenhang nicht mehr ganz erinnern, welche Bedeutung das hatte. Ja, die Bedeutung liegt darin, dass es sich eben sehr gut mischen lässt. Also Sie haben verschiedene Öle, die Sie für solche Sachen verwenden können, aber das Tongöl ist halt, lässt sich sehr gut mit diesem Kalk als dehydrierendes vermischen und kann man dann sozusagen als eine Art Belag über die Steine setzen, sodass hier das Wasser nicht mehr durchkommen kann. Das ist zum Beispiel ein Verfahren, das in Frankreich am Kanal du Midi, also die Römer kannten ein ähnliches Verfahren, nur kannten die kein Tungöl, die haben andere Sachen verwendet, das immer wieder sozusagen aufkommt. Aber das Tungöl macht eben den Belag sehr elastisch. Also deswegen können sie damit eine wesentliche haltbarere Schutzschicht entwickeln, als sie das zum Beispiel mit einer Zementschicht machen können. Ja, auch dazu Beton haben wir eine Nachfrage. Ab wann kam es in China zur Anwendung von Beton? Ganz praktisch. Ja, das ist, kann ich Ihnen jetzt gar nicht so genau sagen. Also es gibt Leute, die sagen, dass das erst im 19. Jahrhundert kommt. Es ist immer eine Frage, wie Sie sich die Mischung anschauen. Es gibt sozusagen Äquivalente von Beton in der Porzellanindustrie in Jingdezhen, also wo man versucht hat, sozusagen ähnliche Materialien herzustellen. Aber der moderne Beton hält, soweit ich mich erinnern kann, ich kann das jetzt auch nicht ganz genau sagen, hält eigentlich über die Industrialisierung im 19. Jahrhundert und über Regionen wie Shanghai und Kanton einen Einzug in China. Vielen Dank. Hier vielleicht nochmal eine Frage, wenn es diesen Bruch sozusagen gibt, ja, dass man sich heute besonders auf die Grundlagenforschung seit den 70ern konzentriert, leidet da oder wird da auch die traditionelle chinesische Medizin zurückgedrängt? Ich glaube, das müsste man tatsächlich untersuchen. Es gibt ja in jeder, also die chinesische Medizin ist ja eigentlich eine Erfindung des 19. und 20. Jahrhunderts. Das heißt, die traditionelle Medizin ist eigentlich eine andere als die wir heute als TCM bezeichnen. Volker Scheidt hat darüber sehr, sehr viel geschrieben und ich glaube auch Herr Unschuld hat das ganz toll dargestellt. Aber man kann natürlich sagen, dass für die chinesische Regierung TCM das Erfolgsmodell ist, also besonders in der Volksrepublik China, weil es eben auch im Westen sehr stark als Gegenmodell zur westlichen Medizin anerkannt ist.
ob jetzt chinesische Medizin genauso praktiziert wird in China wie in anderen. Es gibt, also da muss man viele Faktoren reinbringen, wie zum Beispiel die Frage, wie teuer die chinesische Medizin im Vergleich zur westlichen Medizin ist, dass sie institutionalisiert ist und dass das auch einen ideologischen Hintergrund hat, steht, glaube ich, außer Frage, dass sie sicherlich ihre Verwendungsmöglichkeiten hat, wie sie die im Westen auch hat, ist sicherlich auch eine wichtige Komponente. Roland Hingmann, Entschuldigung, fragt nach, welchen Stellenwert haben die Materialwissenschaften in China heute und wo steht die chinesische Materialforschung im internationalen Vergleich? In welchen Bereichen ist die heutige chinesische Forschung führend? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde Ihnen, also erstens mal muss man sagen, dass wir, dass die Wissenschaftsgeschichte und die Wissenschaftssoziologie sich sehr wenig der Frage zuwendet, was in China eigentlich heutzutage geforscht wird. Also es gibt momentan eine Kollegin hier am Max-Planck-Institut, die hat gerade jetzt eine Forschungsgruppe angefangen, aber Sie können, glaube ich, an einer Hand abzählen, wie viele Wissenschaftssoziologen oder Historiker es gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es gibt viele Leute in den Politikwissenschaften, die sich damit beschäftigen. Mein Eindruck ist, dass die chinesische Materialwissenschaften nicht anders ist als die westlichen Materialwissenschaften, da die Chinesen sich eben so stark an dieses Modell der Naturwissenschaften orientieren. Es gibt natürlich, glaube ich, wie in vielen Materialwissenschaften ein zunehmendes Verständnis von der Untersuchung alter Materialien und deren Vorteile, zum Beispiel im Hinblick auf Sustainability, also Nachhaltigkeit. Ist diese Forschung anders als in Europa, in Deutschland? Sehr schwer zu sagen. Ich glaube, dazu müsste man tatsächlich auch mal forschen. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ja. Aber es ist ja auch so, dass natürlich sehr, sehr viele Studenten aus China, aber das ist natürlich, ich habe da leider auch nicht die Zahl, aber das kann man vielleicht auch historisch mal einen Blick mal drauf werfen. Ab wann fing das denn sozusagen an, dass die Chinesen sozusagen an die amerikanischen, aber auch an deutsche Universitäten, gerade auch im Bereich der technischen Wissenschaften, ich glaube auch Materialwissenschaften, Aachen zum Beispiel, ne? Gegangen sind? Und wird das sozusagen auch, gibt es da so etwas wie ein DAAD oder so, also dass das sozusagen finanziert wird von der Regierung, unterstützt wird oder wie läuft sowas ab? Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt der modernen Wissenschaftspolitik in China. Also im historischen Ablauf sehen Sie vom 19. bis zum 20. Jahrhundert, dass China zuerst die westlichen Wissenschaften, also zuerst lernt es sie natürlich durch die Jesuiten kennen, aber sagen wir mal ab dem 20. Jahrhundert ist eigentlich das erste Einfallstor Japan. Also viele chinesische Studenten gehen zuerst nach Japan, das zu dieser Zeit ja schon sehr viel westlich modernisierter war und auch schon die ersten Universitäten nach einem Beispiel von Heidelberg oder Tübingen gegründet hatte. Auch wo Japaner schon ganze Studiengänge hinter sich gebracht haben. Und viele Chinesen können es sich auch nur leisten, dorthin zu gehen. Aber es gibt natürlich auch eine etwas kleinere Zahl von Studenten, die in die USA und auch nach Europa gehen und die sich genau auch sehr stark an diesen japanischen Orten orientieren. Also Berlin hat eine Geschichte von chinesischen Studenten, Heidelberg hat eine ganz lange Geschichte von chinesischen Studenten, Tübingen hat eine sehr lange Geschichte mit den Ingenieurwissenschaften, wo auch viel über Minen, also Bergbau und dergleichen gelehrt wurde. Und sicherlich finden Sie das selber auch in Orten wie Dresden oder in Orten wie Leipzig, besonders vor dem Zweiten Weltkrieg. Also da gibt es eine wirklich sehr, sehr lange, nicht besonders intensiv untersuchte, aber es gibt eine sehr lange Geschichte. Wir haben hier eine Nachfrage zur Innovation. Gibt es in China ein anderes Verständnis von Innovation als bei uns? Das ist eine sehr allgemeine Frage, die man wahrscheinlich so nicht einfach beantworten könnte. Es gibt, wenn Sie sich die Regierung, glaube ich, anschauen und deren Programme, dann gibt es ein sehr großes Vertrauen
in die Naturwissenschaften und in Innovationen. Das liegt zum Beispiel auch daran, lässt sich auch sozialhistorisch erklären, wenn Sie von Zhou Enlai bis zu Deng Xiaoping oder bis in die moderne Regierung Chinas schauen, dann finden Sie dort viele Ingenieure. Also dort sitzen Leute, die die Ingenieurwissenschaften studiert haben, die oft in Shanghai an der Tongji-Universität ausgebildet wurden oder an den großen der Akademie der Wissenschaften ausgebildet wurden und die an technokratische Lösungen glauben. Vielleicht haben einige Ihnen von diesem One Belt, One Road gehört oder von der Wasserwirtschaft, wie China versucht, die mit großen Methoden umzubauen. Sie haben sicherlich alle schon mal im Fernsehen von diesen Großprojekten gesehen, die zeigen, dass es ein Vertrauen darin gibt, seitens der Regierung mit technischen Lösungen große Probleme, große soziale Probleme auch lösen zu können. Man kann auch sehen, auch in der Krise mit Covid jetzt ganz besonders, dass es ist nicht nur eine Kontrolle, sondern dass dem Social Engineering, also dem Versuch, die Gesellschaft sozusagen in diese Rhythmen einzubauen, dass dem sehr viel Vertrauen geschenkt wird. Es gab es natürlich auch in Europa, ne? Also auch im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, die Idee, dass man im Prinzip die Gesellschaft so aufbauen kann. Eine Frage hier nochmal, die kommt und die mich auch interessiert sehr. Wenn man sich jetzt mal so die europäische Wissenschaftsgeschichte anschaut, dann bei den Griechen gibt es ja doch eine große Unterscheidung zwischen Naturwissenschaft und, sagen wir mal, Ingenieurwissenschaft oder Handwerk. Ja, das ist ja auch immer sehr abwertend in einer gewissen Weise gemeint. Und dass sozusagen die Ingenieurwissenschaften denselben Ruf, dieselbe Bedeutung haben, das fängt ja tatsächlich erst an mit der Renaissance so langsam. Die Frage jetzt hier auch im Chat sozusagen, gibt es diese Unterscheidung beziehungsweise diese Fragestellung, was sozusagen Wissenschaft ist? Diese Diskurse, gibt es die eigentlich dort auch und wenn ja, wann? Also es gibt, ich glaube, man kann es vielleicht so sagen, es gibt natürlich einen ganz intensiven Diskurs, was vertrauenswürdiges und zuverlässiges Wissen ist, also was sowas wie Wahrheit beinhaltet und was eher politisch und ideologisch gefärbt ist oder was eher zum Beispiel ein soziales Wissen ist. Also die Frage, auf welches Wissen kann man sich verlassen? Wenn Sie so Naturwissenschaften beschreiben, dann gibt es die in China genauso, wie die es im vormodernen Europa gegeben hat und wie es das in vielen anderen Kulturen gegeben hat. Also wo man versucht, davon unterscheiden, was ist zuverlässig, was ist nicht zuverlässig, was kann man wiederholen und man wird immer dasselbe Ergebnis bekommen. Und was ist doch eher von äußeren Faktoren abhängig. Und darüber gibt es einen sehr, sehr intensiven Diskurs. Es gibt aber zum Beispiel, das versuchte ich so ein bisschen mit diesem Fokus auf das Tongji zu schreiben, es gibt in der chinesischen Vorstellung dieses Gefühl mit diese Geschichtsschreibung, die auch ein Joseph Needham nicht loswerden konnte, dass die Chinesen eigentlich immer nur Technik beherrscht haben und das immer in ihrer Geschichte profund zu sehen ist, aber dass sie nicht wissenschaftlich diskutiert haben wie wir. Das liegt natürlich auch daran, dass viele von den Werken, die wir besonders im 20. Jahrhundert von China kannten, es sind Klassiker, es sind die Werke, die zum Beispiel die Jesuiten, die Leute interessiert haben, die nach China gefahren sind. Sie müssen bedenken, dass viele Forschung über Chinas wissenschaftliches Denken gerade so bis zum Ende des 20. Jahrhunderts sehr davon abhängig war, was wir als Westler in China auch sehen konnten, in welche Archive wir gehen konnten, was eigentlich zugänglich war. Das ändert sich heute vollständig. Um Ihnen ein Beispiel zu nennen, wir haben hier am Max-Planck-Institut zum Beispiel ein Projekt, wo wir uns Lokalmonographien anschauen. Die hat China über 1000 Jahre über das gesamte Territorium produziert. Und in diesen Lokalmonographien sind zum Beispiel die Buchkataloge von Schulen drin. Und Sie sehen plötzlich da eben nicht nur die konfuzianischen Klassiker stehen, sondern Werke über Astronomie und über Mathematik oder über Geographie.
Das sind Dinge, die von den Chinesen selber auch nicht, sie haben kein großes Interesse daran, aber das zeigt uns irgendwie, dass wissenschaftliche Themen sehr stark lokal verankert waren. Ja, wir haben noch mal eine Nachfrage zum Social Engineering im Zusammenhang mit Corona, das große Thema dieser Zeit. Auf den ersten Blick scheint es ja so zu sein, dass zumindest die chinesische Herangehensweise hier, wenn man den Zahlen glauben darf, erfolgreicher zu sein scheint, als der Umgang, wie in die westliche Welt an den Tag legt. Können Sie das noch mal ein bisschen konkretisieren? Ja, Sie fragen eine Historikerin, das heißt, ich würde es mir gerne in 20 Jahren anschauen, nicht jetzt eine Aussage dazu machen. Aber ich kann sozusagen auch nur anekdotisch, und ich glaube, die meisten Berichte, die Sie heute dazu sehen, sind zu einem großen Teil anekdotisch. Es gibt ein paar Soziologen, die angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Sie finden zum Beispiel von Gerd Gilgerenz, der sehr stark hervorgebracht hat, dass die Vorstellung, dass man mit Datensammeln das Risiko vermindern kann, einfach in Asien sehr viel vorherrschender ist als bei uns. Was natürlich auch daran hängt, dass Datensammeln dort weniger vom Individuum bestimmt werden kann und deswegen natürlich viele Dinge möglich sind. Fragen Sie jetzt darüber, wie sozusagen der Einzelne sich dem gegenüber verhält, dann glaube ich, sehen Sie ein allgemeines Bild von, dass es eine staatliche Notwendigkeit und eine soziale Verpflichtung gibt, also gegenüber der Familie, gegenüber anderen Personen, diesen Datenzugang zu ermöglichen oder auch sich in diese Gemeinschaft einzuführen. Man sieht, und ich glaube, das kann eben wirklich niemand sagen, man sieht ja momentan, dass dieses Social Engineering in China sehr massiv durchgesetzt wird und auch von der Bevölkerung zu einem großen Teil getragen wird. Das ist, glaube ich, was wir alle sehen. Aber wie diese Daten tatsächlich, also was sie tatsächlich aussagen, das werden wir, glaube ich, erst in 10 oder 20 Jahren als Wissenschaftler beurteilen können. Ja. Frau Schäfer, vielleicht noch eine letzte Frage, die die Sprache betrifft. Also wie ist es denn, kann denn in der chinesischen Sprache alles genauso gut ausgedrückt werden wie in unserer? Gibt es da sozusagen eine Begrenzung sozusagen, was die Wissenschaft dann betrifft? Und eine andere Frage, die ich jetzt noch habe, ist, wo wird denn publiziert und in welcher Sprache? Ist es hauptsächlich dann in englischsprachigen Journals oder gibt es mittlerweile auch chinesische Zeitschriften, die so gut sind, dass da also auch Sie zum Beispiel oder andere Kollegen vom Max-Planck-Institut oder von anderen Universitäten drin publizieren? Ja, also es sind zwei sehr wichtige Fragen. Ich versuche sie zu teilen. Also die erste Frage ist eigentlich mal eine Forschungsfrage gewesen. Und wenn Sie dazu was lesen wollen, es gibt ein ganz tolles Buch von Thomas Mullaney über The Chinese Typewriter, also die chinesische Schreibmaschine. Und die beschäftigt sich genau mit dieser Frage, dass Anfang der 50er, 60er Jahre in dem Projekt NEETEM es Stimmen gab, die der Meinung waren, mit Chinesisch kann man nicht wissenschaftlich denken. Darüber gibt es sogar einen ganz großen Wissenschaftlerstreit in dieser Zeit, über der sich die großen Wissenschaftshistoriker dieser Zeit dann völlig zerstritten haben. Christoph Habsmeier hat aber dann ganz toll gezeigt, dass das natürlich eigentlich Unsinn ist. Man kann mit jeder Sprache ausdrücken, was man ausdrücken möchte. Und die Schriftsprache und die Sprache, die man spricht, sind ja immer zwei unterschiedliche Elemente. Viele von Ihnen werden sicherlich China, die denken immer an Chinesisch und denken, dass die Schriftsprache ist eine Zeichensprache. Aber die chinesische Sprache ist wissenschaftlich betrachtet eine sogenannte glottografische Sprache. Also sie ist keine Zeichensprache. Sie können sich das ganz einfach vorstellen. Wenn Sie das Zeichen sehen, können Sie es eigentlich nicht verstehen, was es bedeutet. Also Sie malen kein Schiff hin. Das wäre eine Zeichensprache. Ja? Sonst würde ja jeder hinterher erkennen, dass es ein Schiff ist. Sondern es ist eine Sprache, die symbolische Elemente hat und phonetische Elemente. Und die muss man miteinander verstehen.
Und diese Sprache kann genau das auch ausdrücken, wie jede andere alphabetische oder glottografische Sprache, von denen es eben ganz viele gibt. Also es tut mir leid, wenn ich jetzt ein bisschen mit Fremdwörtern rumgeschmissen habe, aber das ist so eine der interessanten Erkenntnisse, die man so als Wissenschaftler mal sieht, dass sich dieser Mythos von Chinesisch als Zeichensprache einfach sehr lange hält, obwohl dem gar nicht so ist. Und diese Frage der Publikation ist eine sehr wichtige ideologische und politische Frage. Ich publiziere auf jeden Fall auf Chinesisch, denn natürlich ist auch die akademische Landschaft, also so ein Thema wie Wissenschafts- und Technikgeschichte, China, ist ja schon sehr speziell. Da gibt es wenige Menschen, die sich eigentlich damit beschäftigen. Und die chinesische akademische Gesellschaft ist eine sehr, sehr große und eine hochspezialisierte, die sich natürlich in diesen Themen ganz exzellent auskennt. Und Geschichte ist in China ein wichtiges Fach. Sie sehen, wenn Sie nach der Publikation in den Naturwissenschaften sprachen, dann glaube ich, kann ich in meiner Zeit als Akademikerin einen ganz großen Wandel feststellen. Also bis zum Anfang des diesen Jahrhunderts, würde ich sagen, war es sehr wichtig also zuerst war natürlich Russisch wichtig, aber dann war eigentlich Englisch die Wissenschaftssprache und man publizierte, um dort eben anerkannt zu sein. Gerade jetzt sehen Sie einen ganz intensiven Wandel. Sie sehen, dass die Chinesen selbstbewusst werden. Wenn ich heute nach China reise, wird von mir erwartet, dass ich meinen Vortrag in Chinesisch halte. Das ist schon seit ungefähr 5 oder 6 Jahren so. Aber es zeigt auch, wie die Chinesen ihre eigenen Publikationen natürlich wieder voranbringen wollen. Besonders natürlich in den geisteswissenschaftlichen Fächern. Es gibt große Übersetzungskampagnen, um sowohl westliches Wissen in Chinesisch zu übersetzen oder chinesisches Wissen in westliches Wissen zu übersetzen, damit es hier mehr wahrgenommen wird. Aber natürlich, die Naturwissenschaften haben ihre eigenen Regeln, aber es ist heute schon so, die Max-Planck-Gesellschaft zum Beispiel auch, muss die chinesischen Datenbanken der naturwissenschaftlichen Veröffentlichung kennen. Es gibt Veröffentlichungen, die heute auch schon mal zuerst in Chinesisch gemacht werden. Und eben nicht mehr in Englisch. Da ist ein politischer Wille dahinter natürlich, aber den muss man auch ernst nehmen. Mhm. Ja, vielen Dank. Vielleicht eine allerletzte Frage an der Stelle. Der Herr Göller oder Frau Göller, ich kann es nicht anhand des Namens erkennen, geht auch in diese Richtung. Sie haben ja dadurch eine sehr offene Landschaft und eine Landschaft, die auf Austausch beruht, beschrieben. Inwiefern glauben Sie denn, dass für die Zukunft dort eine weitere Offenheit und Bereitschaft auch sozusagen der chinesischen Wissenschaften da sein wird, sich mit der Welt auseinanderzusetzen und vielleicht auch zu teilen? Mhm. Oh, mit Sicherheit. Also ich glaube, das Interesse in China selber ist sehr groß. Also Sie haben zum Beispiel vor 7 Jahren hat es ungefähr angefangen, dass Chinas Universitäten Regionalstudien eingerichtet haben. Also das war im 20. Jahrhundert nicht denkbar. Sie haben natürlich Französisch, Englisch oder Deutsch studieren können, aber sie haben nicht unbedingt Latein und Griechisch an jeder Universität studieren können. Also Sie sehen ein großes Interesse, sich sozusagen auch an den europäischen Systemen zu messen und das wiederzuspiegeln, was hier ist. Also dass hier sozusagen ein Gleichgewicht entstehen kann. Und Sie haben natürlich recht, ich habe das gerade so im Chat gesehen, es ist natürlich sehr schwierig, China als China festzulegen heute. Also die globalisierte Gesellschaft hat den chinesischen Studenten in Deutschland und den amerikanischen Studenten in China und den afrikanischen Studenten in europäischen Universitäten. Das sind ja Bildungseliten, die sich sehr, sehr stark über internationale Diskurse vernetzen, gerade auch durch das Internet heute irgendwie auch schon nicht mehr sozusagen sich einfach auf ein Land beschränken. Wissenschaft findet ja heute wirklich sehr globalisiert statt. Und das sehen Sie zum Beispiel in China auch. Es gibt als ich angefangen habe zu studieren, gab es wenige Stipendien, um Europäer nach China zu holen. Es gab auch wenige Stipendien, um Chinesen ins Ausland zu schicken. Heute sind da riesige Programme dahinter. Ich glaube, das war auch eine Frage, die Sie vorhin gestellt hatten, wo sie nicht nur Austauschprogramme, sondern auch der Wunsch sozusagen, diesen Austausch zu fördern.